Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe ja seit 3 Tagen kein YouTube-Video mehr gemacht und in den 3 Tagen hatte ich Geburtstag und gestern war ich shoppen und mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von meinem Papa ist ja Europa-Park. Wir gehen jetzt Europa-Park nur einen Tag und ja. Und also mein Papa und ich gehen doch nur einen Tag Europa Park und ja, ich habe mir neue Schuhe gekauft, da steht Savage drauf und die Socken auch. Dann habe ich mir noch einen Pulli gekauft, dann so eine Kylo Ren Figur und dann neue Schuhe für 17 Euro. Josef ist gerade hinter mir. Willst du auch mal Hallo sagen, ne? Also, er ist auch gerade mit Hausschuhe draußen, so wie ich. Und ja, ich habe seit 3 Tagen kein Video gemacht, warum auch immer. Jetzt muss ich hier. Der schmeißt gerade die ganze Zeit sein Ding um, seine. Dicker! Also. Hat man Fliegen gesehen? Weiß ich nicht. Ey, Kondome! Ich hab Kondome gefunden. Du brauchst jetzt noch keine Kondome. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Darfst du? Ab wie vielen Jahren darf man Kondome nehmen? Ab wie vielen Jahren man Kondome nehmen darf? Frag lieber Google. Was? Die Leute möchten es ja nicht wissen. Die Leute möchten es hier in meinem YouTube-Kanal nicht wissen. Drinne. Wir haben ja schon lange kein Video mehr mit gemacht mit Kira. Machen wir auch mal wieder. Raus! Kondome! Also mein Geburtstag. Das sind voll echt Kondome. Ja, also mein nachträgliches Geschenk von meinem Papa ist Europa-Park. Im Europa-Park erst nächsten Monat. Ich habe bei meinem Geburtstag mit meiner Nachbarin ein bisschen gefeiert und ja. Ich habe Kondome kaufen. Und Josef hat jetzt heute Call of Duty gekriegt, Call of Duty 3 für seine PS4. Für 10 Euro, so bei GameStop, so ein gebrauchtes Spiel, ne? Ja. Wir haben schon gleich die ersten Runden gezockt. Du so 17 Bots. Ich habe einfach 17 Bots eingegeben. Und du alleine. Und ich so alleine. Ich habe voll vergessen, dass ich da weniger Bots machen sollte und Teammitglieder reinmachen sollte. Das habe ich am Anfang gerade voll vergessen. Aber kann man auch mit Freunden spielen da? Ja, ich weiß, mit Freunden kann man auch spielen. Nee, was spielt gegeneinander? Bei Call of Duty habe ich, glaube ich, das höchste war bei mir 30 Kills oder so. Also das war. Wann? Das habe ich bei jemand anderem gespielt. Ich hab dir doch mal von dem Pascal erzählt aus Heilbronn da. Ja. Ja, und da an seiner Playstation habe ich mal 30 Kills gemacht irgendwie. Und jetzt habe ich das seit 2 Jahren nicht mehr gespielt oder so. Doch, seit zwei, drei Jahren habe ich es nicht mehr gespielt. Und ungefähr im März, weiß ich nicht, nächstes Jahres, werde ich eine Playstation holen. Aber die im Dezember werde ich eine Switch holen. Dann werde ich eine Playstation holen. Im März ungefähr. Und dann werde ich mir noch ein zweites Hoverboard bestellen. Und ja, das wird lustig. Also der schmeißt gerade die ganze Zeit seine Schuhe da rum. Alles klar. Ich habe ja auf Instagram so ein Video geteilt vom 18. Januar ungefähr vom Pferdehof. Da haben wir so. Guck mal, der Goschhalter. Hör mal auf, sag mal. Sonst beschweren sich die Leute hier auf YouTube, du.
Ich kann nicht mehr. Warum muss ich so lachen, wo ich mein Tell da liegen gelassen habe und dein Auto. Du mit deinem Wort Tellig, du. Das ist doch eine Jogginghose eigentlich gewesen, ne? Das ist doch eine Jogginghose gewesen. Normal. Ja, wieso gekauft? Ja, klar. Guck, man sieht die ganze Schrift. Ja, klar. Was steht da? Was sieht denn da? Die Zähne. Orgi. Orgi. Ah, du hast die deutsche Original. Denkst du, du bist mit deiner Cappy was Besseres oder was? Du so. Das kann ich auch. Also auf jeden Fall Pulli habe ich gekauft. Ich habe sogar ein dickes, fettes Lama gekauft gestern in der Stadt. Ja. So ein fettes Lama. Ein Teddy. Ich schwöre, ein Teddy gibt so riesen Lamas für 100 Euro, ey. So riesen ich Lamas. Ich wollte holen. Bald ist wieder Winter. Geld ist so oft, spielst du gar nicht mehr Fortnite, ne? Also, wie nennen wir das Video? Hör mal auf! Ja, okay, also ignoriert den. Der hat seine Tabletten genommen. Der hat noch nicht mal seine Tabletten genommen. Nimm mal deine Tablette. Brauche ich nicht. Ach, Europapark wird echt lustig. Also Brawl Stars spiele ich auch gar nicht mehr so oft, ist mir aufgefallen. Ich habe schon lange nicht mehr. Ich habe noch nie Brawl Stars gespielt. Lüg doch nicht. Ist ja nicht so, dass du 4230 Trophäen hast ungefähr. Hat mein Freund für mich Ja, klar. Pueblo kostet dich selber. Überhaupt Brawl Stars. Lüg doch nicht so. Was ist das? Also der lügt, ignoriert ihn einfach. Nein, ich weiß echt nicht mal, so lange ich Fortnite gespielt habe und Playstation. Ich hasse Fortnite. Solange ich. Ich finde Call of Duty viel geiler irgendwie. Meine Meinung, also jeder. Welches Call of Duty 3 oder welches? Jeder hat ja seine eigene Meinung. Und meine eigene Meinung ist, ich mag Fortnite nicht. Ich mag Call of Duty eher. Meine neue Schütze. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich. Hallo, guck mal, irgendwie finde ich, dass Fortnite eher was für Kinder gemacht ist. Das ist eher so ein Kinderspiel, frage ich. Aber ab 12. Ab 12, das ist aber eher ein Kinderspiel, finde ich. Sieht ein bisschen kindisch aus. Ja, weiß nicht. Ich mag Call of Duty besser. Ich mag Call of Duty viel mehr. Wie ich hasse Fortnite. Kann ich die installieren? Also der Josef wollte noch seinen Laptop mir schenken. Stimmt? Ja. Doch. Der wollte noch seinen Laptop mir schenken. Ja, lügt nicht so. Da liegt eine Waffe. Da liegt eine Waffe. Lasst gerne ein Abo da. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert gerne die Glocke, um so nichts mehr zu verpassen. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Neue Schützer.